Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist ein beeindruckendes Industriedenkmal und ungefähr 180 Hektar groß. Der Landschaftspark kann zu Fuß oder auf dem Fahrrad erlebt werden. Auf jeden Fall ist der Landschaftspark ein unvergesslicher und einzigartiger Ausflug für Jung und Alt. Der Landschaftspark entstand in Verbindung mit der internationalen Bauausstellung Emscher Park um das stillgelegte Hüttenwerk in Duisburg-Meiderich. Bereits am 4. April 1985 wurde die Produktion in Meiderich beendet. Der Landschaftspark Duisburg-Nord feiert im Jahr 2019 sein 25-jähriges Bestehen. Die öffentliche Geburtstagsfeier findet am 29. Juni 2019 mit Live-Musik und einem großen Feuerwerk statt. Die fünf Hochöfen produzierten in 84 Jahren Betriebsdauer 37 Millionen Tonnen Roheisen. Heute ist alles begrünt. Über 700 Pflanzenarten sind jetzt auf dem ehemaligen Industriegelände zu finden. Das heutige Freizeitgelände wurde 1994 der Öffentlichkeit als Park vorgestellt. Seit dem Jahr 2000 stehen die Anlagen im Landschaftspark unter Denkmalschutz. Der ehemalige Hochofen Nummer 5 ist bis zur Spitze begehbar. In einer Höhe von ca. 70 Metern hat man eine fantastische Aussicht weit über die Stadt Duisburg hinweg. Wo früher die Stahlkocher gearbeitet haben, nutzen jetzt Besucher, Wanderer, Fahrradfahrer und Sportvereine den Park in ihrer Freizeit. Die Industrieanlagen werden bei Anbruch der Dunkelheit bis 1 Uhr durch eine farbige Beleuchtung angestrahlt. Diese spannende Kulisse wird auch gerne von Fotografen genutzt. Die Lichtinstallation ist ein Kunstwerk des britischen Künstlers Jonathan Park und seit Dezember 1996 im Landschaftspark in Betrieb. Es finden spannende Führungen für Kinder und Erwachsene bei Tag und bei Nacht statt. Weitere Informationen dazu gibt es im Besucherzentrum direkt vor Ort. Die Kraftzentrale, die Gießhalle und die Gebläsehallen wurden saniert und zu Veranstaltungsorten umgebaut. Im Park finden regelmäßig die verschiedensten Veranstaltungen statt. Auf dem Gelände des Landschaftsparks befindet sich auch eine Jugendherberge des Deutschen Jugendherbergswerks. Die Jugendherberge ist in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude des Hüttenwerks zu finden. Das auf dem Gelände befindliche Tauchgasometer ist das größte Indoor-Tauch- und Ausbildungszentrum Europas. Der Durchmesser des Gasometers beträgt 45 Meter, die Tiefe 13 Meter. Es enthält 21 Millionen Liter Süßwasser.